herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einer neuen Serie. Ja, wie ihr vielleicht schon seht, es ist immer noch Counter-Strike, aber in dieser Serie geht es diesmal darum, ich stelle Skins vor. Ja, so und gebe meine Meinung ab und vielleicht nochmal ein paar Informationen. Und jetzt kommen wir schon zu unserem heutigen Skin. Heute geht es nicht um die P2000 Fire Elemental, wie ihr vielleicht in dem Video schon mitgekriegt habt, habe ich die gezogen. Das habe ich mir. Also was heißt gezogen? Durch einen Trade-Up bekommen. Ich hätte zwar lieber die Westland Rebel bekommen, aber ich finde die Fire Elemental trotzdem eine richtig coole Waffe, beziehungsweise einen richtig hübschen Skin. Deshalb wollte ich den einmal vorstellen. Genau, und dann würde ich sagen, mache ich hier einen kleinen Cut und wir sehen uns im Spiel wieder. Bis dahin. So, und da sind wir auch schon wieder zurück. Genau, und wie ihr schon Let's go, seht, ich let's habe go. die Waffe bereits in der Hand. Wie ich finde, eine sehr hübsche Waffe. Ja, kann man auf jeden Fall, denke ich, so stehen lassen. Wir werden jetzt erstmal I see the bomb carrier. Mal versuchen, ein bisschen mit der Waffe zu fragen. Seht schon, ich weiß zwar, dass alle Gegner da drüben sind, aber ich finde, oh, die Waffe, das ist so ein schöner Skin. So, dann gucken wir mal, dass wir hier jetzt nicht direkt auf die Schnauze kriegen. So, den ersten Kill haben wir mal gemacht. Und da kriegen wir auf die Schnauze. Ja, läuft auf jeden Fall. Gut, dass das Bots sind. Bomb has been planted. Ja, ich kann ja sehr viel machen mit meiner HP-Anzahl, wollte ich noch dazu erwähnen. So, dann gucken wir mal, dass ich. Oh, letzter Überlebender gegen 4. Das ist auch immer schön. Gut, dass die Bombe auf A liegt. Oh, auf B. Nee, auf A. Hä? Wow, ich bin irritiert. Wow, das war ja Aim des Todes. Ja, wir werden drauf gehen. Aber es tut jetzt noch nicht zur Sache. Gut, also, ich wollte meine Meinung zu dem Skin abgeben. Ja, ich finde, das ist ein sehr gelungener Skin. Wie schon vorhin erwähnt. Vor allem in Factory New sieht er sehr, sehr nice aus. Das soll auch jetzt gar nicht so ein langes Video werden. Das wird auch mit den anderen Skins gar nicht so sein. Aber ich finde die Skins halt relativ nice. Oder den Skin, beziehungsweise. Erstmal ist ein Red Skin, ne? Wie man schon sieht. Und ich finde, das ist ein relativ, oder ein richtig guten Ersatz zu der USP, mit der ich vorher gespielt habe. Ich komme mit relativ gut zu klar. Vielleicht jetzt unbedingt in der Aufnahme nicht, aber ja. Wie das nur immer so ist mit den FPS-Anzahlen, ne? Mit der FPS-Anzahl. Wenn man mehr hat, dann läuft das auch auf jeden Fall ein bisschen besser. Gut, dass da nicht nachladen musste eben. Nice, good job. So, da haben wir den auch geholt. Gut, dann würde ich sagen, spielen wir die Runde noch zu Ende. Da ist sie auch schon zu Ende. Dann hoffe ich, ihr hört dieses kleine, aber feine Skin-Review gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Und dann verabschiede ich mich von euch. Bis dahin. Hier nochmal ein Blick auf die wunderschöne P2000 Fire Elemental. Bis dahin, ciao.